zweite Arbeit, die wir jetzt prägen, ist auch eine vorwissenschaftliche Arbeit. Und sie ist schon kurz erwähnt worden. Der Titel dieser Arbeit lautet Auswirkungen des internationalen Agrarhandels auf westafrikanische Märkte unter besonderer Berücksichtigung von Hühnerfleischexporten aus der EU nach Ghana und Kamerun. Die Arbeit ist entstanden in Feldkirch, am Gymnasium, Bundesrealgymnasium Feldkirch. Sie ist betreut worden von Remo Fessler und wir gratulieren ganz herzlich Jeremias Brendle zum Beitrag. Wolfram Schaffer aus dem Beirat wird jetzt die Laudatio halten. Er ist Professor für politikwissenschaftliche Entwicklungsforschung und er hat die Stiftungsprofessur der Austrian Development Agency, der ADA, am Institut für internationale Entwicklung an der Universität Wien inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind soziale Bewegungen, Staatstheorie des globalen Südens mit einem regionalen Schwerpunkt auf Südostasien. Wolfram Schaffer, bitte um die Laudatio. Eine Laudatio zu halten, ist eine ganz schöne Aufgabe, auch ein bisschen schwierig. In diesem Fall habe ich sehr lange überlegt, was ich denn sage, weil diesen Wert dieser Arbeit einzudampfen und sie gleichzeitig nicht zu langweilen. Also ich fange so an. Ja. Die Arbeit behandelt ein höchst komplexes Thema, eine höchst komplexe Frage. Wir haben es schon gehört, Hühnerteile auf einem Markt in Ghana. Wie kann das sein, dass die dort so billig und so attraktiv sind, dass sie die lokalen Produzentinnen und Produzenten ausstechen? Ja, das ist ja eigentlich nicht, das können wir uns nicht vorstellen. Wir wissen das. Ja. Und nun nimmt Ihre Arbeit den Anfang, dass Sie es nicht nur wissen, sondern Sie sind bei einer Urlaubsreise darüber gestolpert. Ja, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen. Und da nehmen Sie jetzt den Ausgang und sagen, das ist ein Dilemma, ein seltsames Phänomen, und Sie wollen das erklären. Das ist aber so komplex, das geht nicht in einem Elevator-Pitch. Ja, Sie wissen das, also der Elevator-Pitch ist, wenn Sie Marketing machen und Sie sind zufällig in einem dieser Fahrstühle und sehen, dass jetzt ein potenzieller Sponsor, den erkennen Sie, aber Sie haben nur 15 Stockwerke Zeit, das rüberzubringen, was Ihre Geschäftsidee ist. Und in diesen 15 Stockwerken müssen Sie es auf den Punkt gebracht haben. Also dieses Thema mit dem Hühnerfleisch, das eignet sich nicht für den Elevator-Pitch. Ja? Es ist komplex. Ja? Aber wenn Sie dann im Elevator stehen und sagen, nun, das ist komplex, und dann kommt da nichts weiter darüber als das Wiederholen der Komplexität, dann befinden wir uns in einer Situation, die gar nicht so untypisch ist. Also wir wissen um die Komplexität, wir können immer mehr Elemente noch hinzunehmen, die uns diese Situation erklären können. Und dann sind wir irgendwie handlungsunfähig geworden, vor lauter Komplexität. Wir verlieren uns in einem Grau und Grau in Grau von unbegrenzter Differenziertheit. Ja? Also das kann es nicht sein, aber Sie begeben sich dann auf die Reise und nehmen uns mit, diese Komplexität analytisch aufzuspalten und verständlich zu machen. Und das führt uns erstmal in die Untiefen der Welthandelsordnung, ja, die Sie auf den verschiedenen Ebenen analysieren. Und das ist ein ganz besonders anspruchsvolles Unterfangen. Das wissen viele von uns hier, IC3 hier. Ja, ATTAC ist als Volksbildungsbewegung entstanden, also vor 18 Jahren, wo man gesagt hat, wir müssen doch verstehen können, was die WTO, die Welthandelsorganisation, so macht. Das sind zwar irrsinnig große und komplexe Vertragswerke, und es wird immer gesagt, überlass das mal besser den Expertinnen und Experten. Und ATTAC bildet sich und sagt, nein, wir können das schon lesen und verstehen und fängt an zu analysieren. Aber jetzt gab es bei ATTAC immer so auch unterschiedlich, wie soll man sagen, smarte Leute. So die Gewöhnlichen haben vielleicht das GATS analysiert, ja, also das Dienstleistungsabkommen, aber nur die ganz besonders Schlauen haben verstanden, was das mit dem Agrarabkommen auf sich hat. Denn da gibt es diese Boxen, da gibt es verschiedene andere Ungleichheiten und seltsame Phänomene, die recht schwierig sind zu erklären. Und sie machen das in einer einfachen und in einer sehr direkten Sprache. Und dann kommt noch mehr, ja,
Welthandelsorganisation ist jetzt relativ inaktiv, aber dann kommen die bilateralen Handelsverträge, dann kommt überhaupt erstmal die Frage, wie kommt es zu diesen Produktionskapazitäten in Europa? Und das Interessante und das auch sehr lobenswerte an der Arbeit ist, sie benennen Machtstrukturen, also dieses Naming the Beast, wo, wer sind Ross und Reiter, wie kommt es zu den Ungleichheiten? Das exemplifizieren sie an den Verlauf von Verhandlungen, schreiben, was denn passiert, wenn ein Land ausgesetzt diesem starken EU-Verhandlungspartner nicht mitziehen will, welche Formen von Marginalisierungen es da gibt und so weiter und so weiter. Das ist also eine ganz hervorragende strukturelle Analyse. Das heißt, sie benennen die Machtstrukturen, die Ungleichheit eingeschrieben haben und Ungleichheit reproduzieren. So, und dabei bleiben sie jetzt nicht stehen, denn eine strukturelle Analyse wäre unfertig. Wir haben es gerade schon gehört, es gibt noch Akteure, wir haben das an dem Verhalten, Kaufverhalten, Konsumverhalten gehört. Sie nehmen auch eine Akteursperspektive ein und verbinden die Analyse zum Beispiel im Fall der Produktionskapazitäten in Europa mit einer Analyse und Beschreibung, wie das mit Fleischkonsumgewohnheiten in Europa zusammenhängt. Aber nicht nur in Europa, sondern sie fokussieren dann auf das Konsumverhalten in Ghana. Also, ich habe gesagt, wie kann es sein, dass das Fleisch billig und attraktiv ist? Also, welche Verhaltensformen, Konsumformen in Ghana sind es, die dieses Fleisch aus Europa attraktiver erscheinen lassen, obwohl es vielleicht durch den langen Weg schon verdorben ist oder durch die unterbrochene Kühlkette gar nicht mehr genießbar. Also, was macht diese Attraktivität aus? Und damit schaffen sie es, also beide Perspektiven, die strukturelle und die akteurszentrierte, zusammenzubringen und bewegen sich quasi entlang eines Grades, an dem schon viele Sozialwissenschaftler in die eine oder andere Richtung ausgerutscht sind und denen keine gute Arbeit vorgelegt haben. Also sie machen eine Gratwanderung, es gelingt ihnen, diese beiden Perspektiven zu integrieren. Wir sind nicht am Schluss zurückgelassen mit einem Grau in Grau von unbegrenzter Differenziertheit, sondern eine messerscharfe Analyse. Struktur und Akteur werden benannt. Die Komplexität dieses Phänomens wird reduziert, im besten Sinne des Wortes, sodass wir Ansatzpunkte für politische Intervention entdecken. Und das ist eine ganz großartige Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, lieber Dazio, Wolfgang Schaffer. Stichwort war eine Reise, ja, oder? Kannst du ein bisschen was von dieser Reise erzählen? War die jetzt nach Kamerun oder war nach Ghana, oder? Ja, also die Reise war nach Ghana im Sommer 2015. War nicht geplant, also meine Vorbereitung auf die VWA, sondern hat einfach eine ganz normale Reise. Aber was meiner Familie und mir besonders eigentlich aufgefallen ist, auf den Märkten, ist, dass die Produktvielfalt ziemlich eingeschränkt war. Also wir hätten uns einen afrikanischen Markt ein wenig anders vorgestellt, mit viel mehr frischem Gemüse, viel mehr lokal produzierten Sachen, was eigentlich auf der Hand liegt für ein Land wie Ghana, das so sehr von seiner Agrarwirtschaft auch abhängig ist. Aber stattdessen haben sich zum Beispiel viel mehr Tomatenmark, Milchpulver oder eben, was dann in meiner Arbeit speziell thematisiert wird, einfach Blöcke von gefrorenem Fleisch auf den Märkten gefunden, was auch nicht was auch nicht mehr so ist wie früher, wo eigentlich noch lebendige Hühner zum Markt gebracht wurden und dann geschlachtet. Das findet man nur noch sehr selten statt, einfach aus Kostengründen. Und das hat mich zuerst überrascht. Wieso ist ein lokal produziertes Produkt eigentlich so viel teurer als eines, das in einem eigentlich Land, das erstens seinen Arbeiter mehr bezahlen muss und zweitens dann noch einen so langen Weg hinter sich legen musste, wieso ist das so viel billiger? Das hat mich natürlich erstaunt, verwundert und schlussendlich hat dann noch meine spätere Betreuungslehrerin, Professor,
in einer seiner Lateinstunden über die Auswirkungen speziell der Subventionen gesprochen, was dann. Ja, eben, also das habe ich auch in meinem Vorwort reingeschrieben, dass das meiner Meinung nach fächerübergreifendes Lernen ist, was ich wichtig finde. Denn Latein kann manchmal in die, ja, in die eher langweilige Richtung gehen. Da hilft doch so ein kleines Aufbrechen in andere Gebiete, und in meinem Fall hat es sogar so weit gereicht, dass ich dann meine VWA über dieses Thema geschrieben habe. Also bin ich dankbar auf jeden Fall. Ja. Und was war dann so der größte, die größte Erkenntnis für dich oder der Aha-Effekt nach diesem Aha-Erlebnis eigentlich schon in der Forschung? Ja, also die größte Erkenntnis für mich war eigentlich, dass es sehr schwer ist, wirklich objektive, sachliche Quellen für dieses Thema zu finden. Ganz einfach, weil, was mir zumindest vorgekommen ist in meiner Recherche, in der Wirtschaft sehr wichtig ist, dass man eine spezielle Haltung einnimmt. Also wenn man wirklich selber Wirtschaftler ist, dann muss man, so ist es mir zumindest vorgekommen, eine klare Haltung haben. Also entweder klar dafür oder klar dagegen. Was ich eigentlich nicht machen wollte in meiner Arbeit, sondern vielmehr wollte ich Fakten in diese Arbeit packen und nicht irgendwelche Meinungen. Und das war teilweise sehr schwer, die Fakten wirklich herauszufiltern und keine Meinungen zu überlegen, weil das ist meiner Meinung nach, das kann man machen in einem Buch. Wenn man sagt, ja, mein Ziel ist, das reißerisch zu schreiben und Leute zu motivieren, das ist meiner Meinung nach nichts Verwerfliches und etwas Positives, aber in meiner VWA wollte ich eigentlich objektiv, sachlich bleiben. Und ja, das war für mich sehr schwer, aber ich hoffe, ich habe es doch. Ganz offensichtlich. Herzliche Gratulation zum Preis.